Das Thema, zu dem wir sprechen werden, seht ihr da schon. Wir haben es mal mit Entertainment überschrieben. Immer wenn generative KI als Technologie im Bereich Entertainment eingesetzt wird, und wir haben es jetzt mal so als Überbegriff benutzt für Musik, Gaming und Film, und an den drei Branchen werden wir es auch so etwas durchexerzieren. Wir stellen uns mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Simon Hemd, ich bin im Frankfurter Standort. Mein Schwerpunkt bei Bird & Bird ist IP- und Medienrecht, das heißt alles, was mit geistigem Eigentum zu tun hat. Mit großen Schwerpunkt Urheberrecht, wo jetzt gerade der Komet Generative AI massiv eingeschlagen ist an der Stelle. Und andererseits aber auch Werberecht, das heißt, ich habe sehr viel mit Agenturen zu tun, mit Unternehmen, die Werbung konzipieren und gestalten. Und auch dann noch die Frage, wie Content reguliert sein kann, das ist ja Jugendschutz zum Beispiel, ja, was muss man da beachten? Das heißt, das ist so der Bogen im Entertainment-Bereich, den wir abbilden. Und da habe ich noch einen besonderen Schwerpunkt bei Recht und Tech, also vor allem halt die ganzen Themen auch mit AI, aber auch aus der vergangenen Zeit jetzt eben auch mit NFTs, Plattformen und Metaverse. Wie spielt da das Recht eine Rolle? Was gibt es da für neue Entwicklungen? Und als verbindendes Element dazu noch Konsumgüter. Ja, also habe ich zum Beispiel auch die Themen gehabt, ja, mit Marken, die sich zum Beispiel gerne auch in Games wiederfinden möchten, dass eigene Spiele entwickelt werden, wo eben auch bestimmte Marken aus analogen Welten sich mit reinbinden und da so eine Mischung gibt. Und ja, das ist so mein Schwerpunkt, den ich bei mir sehe. Zu mir, Oliver Belitz, auch im Standort in Frankfurt, wie der Simon. Bei mir, die Richtung, aus der ich komme, eher IT-Recht. IT-Recht sind so ganz grob gefasst alle rechtlichen Rahmenbedingungen, immer wenn Technologien im Spiel sind, ganz klassisch Dinge, die heute schon relativ oldschool sind, Software, Cloud, SaaS-Lösungen sind wir immer mit im Spiel, vor allem so im Vertragsrecht, also wir schreiben Verträge, wir verhandeln Verträge, prüfen Verträge, IT-Outsourcing vor allem im regulierten Bereich, FS steht für Financial Services, also wenn Banken gewisse Dinge outsourcen, dann geht es nur unter speziellen rechtlichen Rahmenbedingungen, darum kümmern wir uns, aber auch IT-Streitigkeiten. Wenn wir große Deals haben und der Kunde sagt, dass die IT-Leistung mangelhaft ist, dann kümmern wir uns um die Ansprüche der Kunden, und genauso andersrum versuchen wir die abzuwehren, wenn wir auf Seiten des Providers sind. Der nächste Punkt, den hat der Simon schon angesprochen, da kümmern wir uns beide von unseren beiden Seiten IT-IP sehr darum. Alles, was wir jetzt unter New Tech zusammenfassen, hier steht schon AI schon seit einigen Jahren, jetzt seit ungefähr genau einem Jahr mit der neuen Spielart Generative AI, aber genauso gut auch Gaming und Metaverse. Letzter Punkt zu mir, Legal Tech. Legal Tech ist der Begriff, der zusammenfasst die Gedanken, die wir uns machen, wenn wir über den Einsatz neuer Technologien in der Rechtsberatung nachdenken. Also wir als Kanzlei, wie können wir AI, Generative AI, aber auch andere Tech-Lösungen nutzen, um unsere Leistungen attraktiver zu machen, vielleicht intern effizienter, aber auch nach außen für den Mandanten interessanter. Auch ein ganz spannendes Thema. Gut, so viel zu uns. Dann kommen wir mal zur Gliederung. Vielleicht ganz grob organisatorisch vorweg. Wir haben es grob so angelegt, dass wir ungefähr, wenn wir durchreden würden, vielleicht bei einer Stunde landen, am Ende noch eine halbe Stunde Puffer hätten für Fragen. Aber wir machen es gerne auch interaktiv. Stellt eure Fragen, wann sie kommen. Wir nehmen das mit rein. Dann werden gewisse Parts, die für euch interessanter sind, werden dann länger. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Dann gehen wir hinten in den Puffer rein und das ist kein Thema. Also jederzeit bitte einfach melden oder reinrufen, wenn ihr eine Frage habt. Wir fangen an mit dem ersten Teil technischer Einführung. Ich werde auch gleich mal fragen, wo so euer Wissensstand ist oder was ihr so an Tools nutzt. Dann machen wir mal so ganz kleine Baseline, gehen auch auf ein paar Tools ein, die gerade für die Musikgenerierung ganz interessant sind. Dann gehen wir in den Musikteil, da wird der Simon vor allem sprechen. Wir haben hier nochmal einen kleinen Schwerpunkt gelegt, um mal gerade auch da die ganzen Fragen aus dem IP-Bereich mal zu adressieren. Was ist im Urheberrecht? Es kommen ja auch viele von Mandanten, viele Fragen. Was passiert jetzt mit KI-generierten Content? Wie kann man das einordnen? Wie kann man damit umgehen? Das machen wir jetzt exemplarisch mal im Musikbereich durch und zeigen da, was da die wichtigsten Fragen sind, die gerade diskutiert werden. Ja, und der Aufbau hier, dass wir anfangen mit den Use Cases und dann so ein paar Rechtsfragen unterbrechen, der kommt jetzt für jede
Branche wieder und die Bereiche werden immer etwas kleiner. Also am breitesten bei Musik. Also wir bei Gaming sind wir schon etwas knapper. Schauen uns auch, das steht ja zwar jetzt mehr in der Klammer, aber das wird insgesamt kürzer sein. Und dann kommen wir als letztes zu Film. Da können wir auf ganz viele Dinge verweisen, die wir oben schon gesagt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel geistiges Eigentum schon durchexerziert haben bei Musik, dann können wir auf viel verweisen, was wir hier schon erarbeitet haben. Genau, also die Fragen, die es jetzt hier oben im IP gibt für Musik, die kann man im Endeffekt auch im Film und im Games übertragen. Das heißt, ihr verpasst damit nichts, sondern das sind einfach die Grundsätze, die wir jetzt beispielhalber jetzt an Musik machen. Gut, und dann, wie ich schon gesagt habe, entweder gibt es am Ende noch eine dedizierte Q&A oder wir ziehen es einfach so lang, wenn ihr währenddessen Fragen habt. So, gut, dann fange ich mal an mit der technischen Einführung. Vielleicht am Anfang kurze Fragerunde. Wer nutzt denn von euch ChatGPT regelmäßig? Also vielleicht einmal die Woche oder häufiger? Schon sehr viele. Sehr gut. Wer nutzt auch bildgenerierende KIs wie Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion? Muss nicht regelmäßig sein. Da sagen wir da mal, wer das schon häufiger benutzt hat. Schon so ein paar. Wie sieht es aus mit musikgenerierenden Tools? Arbeitet ihr mit Tools, die zum Beispiel Stimmen klonen oder fremd? Okay, das ist sehr gut, dann können wir euch ein paar neue Dinge erzählen. Das trifft sich wunderbar. Gut, dann fange ich mal an. Also wir fangen nicht komplett bei Adam und Eva an, was AI ist. Wir steigen mal eine Stufe weiter schon ein, nämlich was macht eigentlich den ganzen AI-Hype aus, der so seit einem Jahr ganz extrem losgebrochen ist. AI ist ja grundsätzlich ein Thema, was uns schon seit extrem vielen Jahren begleitet und was auch in der Industrie schon in ganz vielen Anwendungsfällen angekommen ist. Die AI, um es mal in zwei Kategorien aufzubrechen, die uns schon seit längerem begleitet, ist eher die analytische KI. Das bedeutet die KI, die zum Beispiel sich einen Big Data Datensatz nimmt und ihn analysiert auf gewisse Muster. Wir gehen jetzt gleich ein paar Beispiele durch und da kann eine KI eben Muster erkennen wesentlich besser und wesentlich schneller als Menschen das können. Das ist die KI, die es schon sozusagen schon lange unter uns gibt und die auch schon voll angekommen ist im Mainstream. Zum Beispiel Erkennung betrüglicher Kreditkartenzahlungen. Es gibt Kreditkartenherausgeber, die haben eigene KI-Systeme, die haben sie angelernt, die haben sie mal gefüttert mit Millionen von Datensätzen über Zahlungen. Plus der KI wurde mitgegeben, welche dieser Zahlungen in der Vergangenheit war denn betrügerisch. Und zum Beispiel so ein Datensatz besteht aus, wann wurde gezahlt, in welcher Höhe wurde gezahlt, von welchem Ort, in welcher Regelmäßigkeit kam die nächste Zahlung. Und dadurch hat die KI gelernt, was sind denn so eigentlich die Punkte, die wahrscheinlich auf eine betrügerische Zahlung einen Rückschluss zulassen. Und jetzt haben wir Systeme im Einsatz, die, wenn eine Zahlung gerade getätigt wird, schon sehr gut vorausschauen können und können sagen, okay, mit 84%iger Wahrscheinlichkeit ist das wahrscheinlich auch eine betrügerische Zahlung. Also das ist jetzt ein klassischer Anwendungsfall für ein analytisches KI-System. Diagnose von Krankheiten funktioniert grundsätzlich genauso. Ich kann der KI auch Millionen Bilder füttern von Röntgenbildern, ihr dazu sagen, welche Krankheitsbefunde sozusagen in diesen Bildern drin waren oder manchmal auch komplett gesunde Röntgenbilder. Dann lernt auch wiederum hier die KI gewisse Muster und kann die Krankheitsbildern zuordnen. Und da ist heute schon KI auf dem Stand, dass sie aufgrund von bildgebenden Verfahren solche Krankheiten mit einer viel besseren Zielgenauigkeit diagnostizieren kann als erfahrene Ärzte. Letzter Punkt, kennt jeder von euch diese ganzen E-Commerce-Kaufempfehlungen, egal ob jetzt Social Media oder Amazon, ist auch KI dahinter, die eben solche Muster lernt. Was seid ihr genau für eine Käufergruppe? Was interessiert diese Käufergruppe ansonsten auch? Jetzt kommen wir zu der Kategorie, die jetzt seit einem Jahr aufgekommen ist, so ungefähr Ende November letzten Jahres, Anfang Dezember durch ChatGPT. Das ist generative KI, steckt schon im Namen drin, die erschafft Inhalte neu. Während die analytische KI menschengemachte Inhalte in großen Mengen nimmt und darin Muster erkennt, können wir hier zum Beispiel, ihr kennt es bei ChatGPT, teilweise einen relativ kurzen Prompt eingeben und daraus erhalte ich einen großen, langen Text, der dann menschlich weiterverwendet wird. Ich führe jetzt hier mal ein paar Mediensorten auf. Wir haben es eben schon gesehen, jeder von euch nutzt schon regelmäßig ChatGPT. Gibt es natürlich auch von anderen Anbietern, die haben da keinen Burggraben. Also solche LLMs gibt es genauso von Google, Meta oder anderen Anbietern. Das funktioniert auch mit Bildern, habe ich auch gerade schon angesprochen, zum Beispiel Midjourney oder DALL-E, was ja auch hier schon teilweise genutzt wird.
funktioniert auch mit Video. Also Video in dem Sinne, dass ich zum Beispiel mir einen digitalen Avatar auswähle, was man hier rechts in dem Screenshot sieht, dem einen gewissen Skript, einen Skript gebe. Johannes, ihr habt das schon kommerziell genutzt. Und dann ein Video kreiert bekomme, in dem dieser Avatar vollkommen fotorealistisch diesen Text spricht, ohne dass ich es wirklich noch irgendwie auseinanderhalten kann, dass das jetzt kein echter Mensch ist. Oder zum Beispiel Gen 2, ganz interessant, kommen wir ganz am Ende, wenn wir über Film sprechen, nochmal drauf, ist eine KI, die tatsächlich komplette Videos erstellt. Text to Video, ich gebe ein, was möchte ich gerne im Video sehen, und bekomme ein Video erstellt. Musik, haben wir uns mal drei Tools herausgegriffen, über die wir gleich sprechen, deswegen hier auch unterstrichen. Gut, jetzt kommen wir zu diesen drei Tools. Da wollen wir einfach mal so die Grundlage legen, auf der auch dann Simon aufsetzen wird gleich, wenn wir uns die rechtlichen Implikationen anschauen zu Gen AI und Musik. Kennt jemand von euch Lalals? Ist erfunden worden von Ex-LMU-Studenten. Ich habe dahinter geschrieben, was sozusagen die Hauptfähigkeit ist, AI Voice Transfer. Das bedeutet, ihr könnt da eine Audiodatei hochladen und dann eine andere Stimme auswählen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Screenshot oben eingeblendet. Wenn man jetzt etwas runterscrollen würde, hättet ihr Stimmen von Beyoncé, von Ed Sheeran, von allen möglichen berühmten Leuten. Ich glaube, da steht es irgendwo. Über 1000 Stimmen haben sie schon komplett digitalisiert. Und ihr könnt sozusagen eure eingesprochene Stimme ersetzen lassen durch eine andere, in der Regel berühmte Stimme. Simon wird gleich drauf kommen, nach eigenen Aussagen ist das alles rechtskonform trainiert. So kamen diese digitalisierten Stimmen zustande und ihr gebt eure als Input rein und bekommt eine andere als Output, habe ich auch gerade schon dazu gesprochen. Zweites Tool, Musicify, ähnlich, da geht es eher darum, dass ihr eure eigene Stimme klont. Das bedeutet, ihr sprecht da, ihr gebt dem Tool Sprachproben von euch selbst, dann kann das Tool, sobald es eine gewisse Länge an Sprachproben hat, eure Stimme digitalisieren und dann könnt ihr danach zum Beispiel andere Musikstücke reingeben und eure Stimme wird dann darüber gelegt. Oder ihr könnt auch einfach einen Text eingeben, geht dort genauso, das wäre dann Text-to-Music-Generation. Drittes Tool, was ich kurz ansprechen möchte, Aiva, das ist schon relativ groß, da habe ich zum Beispiel auch von einem der Gründer, der hat schon einen TED-Talk gehalten, hat das ganz groß angepriesen. Dort könnt ihr euch wirklich selbst Musik komponieren lassen. Das ist auf relativ vielen Werken angelernt. Das hat definitiv auch große analytische Komponenten, die ich auf der vorherigen Folie angesprochen habe, in der ersten Kategorie. Hat gelernt, wie gewisse Tonfolgen in der Regel in verschiedenen Genres aufeinander kommen. Es wurde angelernt, es gab immer eine Tonfolge und ein Label dazu, also das ist dieser Stil, das ist dieser Stil, das ist dieser Stil. Und jetzt könnt ihr sozusagen vorgeben, ich hätte gern 2 Minuten mit diesem Stil und könnt noch ein paar weitere Parameter einstellen und dann bekommt ihr eine Komposition und könnt die auch noch weiter nachbearbeiten. Das Ziel, was selbst vorgegeben wird von Aiva, ist, sie wollen personalisierte und skalierbare Musik schaffen, weil eben sozusagen der Mensch in den Hintergrund rückt und ich mir hier in Minuten schnelle, endlos viele und lange Kompositionen erschaffen kann. So, das mal als ganz grob als Baseline, dass wir was anfangen können mit generative KI als Begriff und hier mal gezeigt haben, was in der Musikbranche damit aktuell möglich ist. Wunderbar, ich mache mir gleich mal den Timer an. Erfahrungsgemäß kommt auch, wenn es in Diskussion geht, kann auch gut viel Zeit auch dafür aufgewandt werden. Das heißt nur, dass wir von der Planung durchkommen. Wir tauchen jetzt in den Bereich ein, wo viele Leute Fragen haben. Also wenn wir mit Mandanten sprechen, von großen Firmen, von kleinen Firmen, alle stellen sich dieselben Fragen, weil jetzt relativ viel in kurzer Zeit passiert ist und sei es auf technischer, aber auch rechtlicher Sicht, vieles unklar ist für viele. Ja, also man muss sich dem Thema annähern und muss sich überlegen, wie nutze ich die Tools und was hat es auch auf der rechtlichen Seite für Folgen. Ja? Ich bin selber Musiker. Wir haben uns, glaube ich, in der Band lange Zeit überhaupt nicht um Recht gekümmert. Ja? Ich glaube, bis wir den GbR-Vertrag gemacht haben, das hat auch lange gedauert. Da war ich auch im ersten oder zweiten Semester dann in Jura, bis ich dann zur dunklen Seite der Macht gewechselt bin an der Stelle.
Und man muss da wirklich sagen, es kann halt für ein Business, was man aufbaut oder in der Arbeit, halt drastische Konsequenzen haben, wenn man hier vielleicht ein bisschen zu blauäugig reingeht. Das soll jetzt nicht schwarz malen, wir wollen alle die Tools benutzen, aber man muss schon eine gewisse Awareness auch für die Risiken haben, um das auch einfach sinnvoll einzusetzen. Und da habe ich mich auf die spannende Reise begeben und habe mir gedacht, okay, wo kann man denn überhaupt Generative AI im gesamten Wertschöpfungsprozess, auch gerade für Musik, das ließe sich jetzt auch auf Film oder Games übertragen, aber wo kann man überall Generative AI benutzen? Fallen euch ein paar Use Cases ein, wo ihr sagt, boah, da könnte man vielleicht Generative AI benutzen beim Songwriting-Prozess oder generell in der Musikproduktion? Ja, noch beim Wavelab Startups zum Beispiel, die Beats produzieren nach gewissen Parametern. Ja, muss Composer, ja. Grundsätzlich als Musiker, wenn man Probleme hat mit Instrumenten, die man nicht kann, einfach zum Beispiel Drums, man braucht einen Drumbeat, den man sich immer stellen lässt, weil man einfach selbst keine Ahnung hat. Ja, gut, das ist absolut richtig. Also ich glaube, wir haben, als wir mal eine Single 2010 aufgenommen hatten, hat neue GarageBand, kann man ja auch eigentlich schon relativ gut Drums auch programmieren. Ja, vollkommen richtig, ja. Ja. Die Lyrics kann man sich auch komplett anmachen. Kann ich gleich sogar schon den ersten Punkt bringen, ja genau, Lyrics, ja, absolut richtig. Das ist ein wichtiger Punkt, den man mit reinnehmen muss, absolut klar. Wir haben jetzt ja auch schon Composing gesagt, also natürlich, wenn ich Songs schreibe, kann ich Generative AI nutzen, um einerseits mir halt Texte schreiben zu lassen oder auch, man kennt es ja, man sitzt vielleicht in der Probe, man schreibt vielleicht gerade einen Song, man arbeitet gerade und man bleibt hängen, man hat an einer Stelle fehlt einem der richtige Reim oder man sitzt da und sagt, ah, wie baue ich einen Übergang von Strophe zu Refrain. Da kann man IVA zum Beispiel nutzen, kann sich einzelne Spuren rausziehen und hat vielleicht eine Inspiration weiterzumachen. Also das auf jeden Fall. Was natürlich auch wichtig ist, Recording. Ich meine, man kennt ja die verschiedenen Plugins für die Tools, klar kann man das benutzen. Aber auch da ist eben relevant, dass man auch hier eben im Recording-Prozess schon gucken kann. Jetzt auch gerade, wenn es jetzt darum geht, nutzt man ja auch schon viel jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, jetzt die Töne glatt zu ziehen. Man merkt, okay, der Sänger ist ein bisschen flat, wie er es einsingt und dann wird die AI immer besser, dass es dann auch natürlich klingt. Als ich zum ersten Mal jetzt irgendwie so Auto-Tune benutzt habe, klingt es natürlich dann so ein bisschen, ja, hakelig manchmal auch, weil es die Stimme zu sehr auch verfremdet dann, wenn es zu sehr ziehen muss. Und das wird natürlich immer besser. Und da ist auch ein spannendes Beispiel, Repairing. Wie oft hat man irgendwelche Tonspuren, wo Artefakte drin sind, wo man vielleicht gesagt hat, wir machen eine Session im Proberaum, man schmeißt immer nur das Handy in die Mitte oder man hat eine schlechte Kamera oder ein schlechtes Mikrofon, wenn man es aufgenommen hat. Aber genau in dem Take war das Feeling genau richtig, es hat genau gepasst. Man denkt, das kriegst du im Studio nie wieder so hin, ja, dass es genauso klingt. Und da ich das Beispiel, was jetzt auch gerade durch die Medien ging mit den Beatles, da gab es eine ältere Aufnahme auch von John Lennon noch und die war ja kompromittiert, da gab es Artefakte in der Spur, die konnte man so nicht wirklich nehmen. Und da wurde AI genutzt, um praktisch die Aufnahme von John Lennon wieder zu reparieren, wieder herzustellen. Und die anderen Musiker, die noch da waren, auch der Sohn von John Lennon, die haben dann den Rest wieder eingespielt. Da war auch Paul McCartney dabei. Das heißt, hier hat die AI nichts geschrieben, aber sie hat einen Song ermöglicht, der sonst gar nicht mehr hätte veröffentlicht werden können, weil es halt nicht klingt. Sieht man auch natürlich im Mixing-Mastering-Prozess, kann ich natürlich auch die AI einsetzen. Es wird auch immer mehr passieren, dass ich sagen kann, ich kann mir vielleicht im Mixing ein paar Schritte erleichtern, ja, dass halt auch so die Abgleichung und auch dann die verschiedenen Frequenzen angepasst werden, ich nicht alles mehr händisch machen muss, sondern vielleicht so ein erster Aufwasch schon mal durch die AI passiert. Natürlich Marketing, so wie wir jetzt gehört haben, viele von euch nutzen ChatGPT, das ist auch eine Arbeit, wenn ich jetzt so vergleiche, und irgendwie, wenn man vor 15 Jahren mit MySpace angefangen hat, hat man einmal die Woche was gepostet. Heute, wenn man es auf Instagram oder TikTok überträgt, wird die Frequenz natürlich immer höher, indem man auch als Band halt aktiv sein muss und kommunizieren muss. Und da können natürlich auch Tools natürlich helfen, wieder Content zu kreieren, wieder Texte zu schreiben oder vielleicht auch nur zum Proofreaden oder zum Übersetzen zu nutzen. Das heißt, hier hat man auch einen wichtigen Bereich. Und dann hat man auch den Filmbereich, man kann das nachher ansprechen, Filme generieren. Und vielleicht live als Fragezeichen nutzen wir dann vielleicht dann auch zum Beispiel für Live-Jam-Sessions, dass dann zum Beispiel ein Saxophon reinkommt in eine Band, keiner kann Saxophon spielen, ich lasse eine generieren und die dann zum Beispiel live mit reinkommt. Das sind so Fragen oder auch Auto-Tune, dass zum Beispiel dann eine AI hinten dran ist, die dann zum Beispiel live übersetzt, wenn man da ist und zum Beispiel eine Band ist, die sich nur auf Deutsch singt. Man tourt im Ausland, man kann dann zum Beispiel dieselben Songs auf Französisch auch singen.
auf Rumänisch singen, auf Spanisch singen, weil die AI das übersetzt oder weil es korrigiert. Also hier gibt es auch viel Spielraum, was ganz interessant ist. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich geschützt? Also das waren jetzt Use Cases, klar, es gibt sicherlich viel Nutzen, was man da auch von dem man profitieren kann. Aber jetzt natürlich die Frage, wo kommen wir mit dem Urheberrecht hin? Ja? Und hier besteht auch viel Unsicherheit, was überhaupt geschützt ist und was nicht. Da wird auch gerade in Diskussionen viel durcheinander geworfen, welche Teile denn überhaupt nach dem Urheberrecht geschützt werden können und welche zum Beispiel überhaupt keinen Schutz genießen. Da gucken wir uns erstmal an, was keinen Schutz genießt. Und das könnt ihr euch in dem Fall relativ gut merken, dass eigentlich das Urheberrecht ist eine Art, im übertragenen Sinne, es möchte praktisch auch einerseits das Schaffen, aber auch so eine persönliche Note vom Urheber schützen. Ja? Da steckt viel auch aus verfassungsrechtlich garantierten Persönlichkeitsschutz drin. Ja? Und das umfasst natürlich nicht Basic-Elemente von Musik. Ja? Keiner kann sich im Jazz eine 2-5-1-Kadenz schützen lassen oder eine ganz normale Rock-Harmonie irgendwie schützen lassen. Das darf jeder benutzen. Ja? Wenn ich jetzt hergehen könnte und könnte mir das D als Note sichern, das wäre natürlich schwierig. Ja? Also deswegen auch Rhythmen per se sind nicht schutzfähig. Und da gibt es dann verschiedene Rechtsprechungen, die dann unterscheiden. Also wenn es halt wirklich sehr monoton ist, sind es irgendwie nur Grundton, Herz, und es sich ein paar Mal wiederholt, das ist dann einfach zu wenig. Da würde man sagen, okay, das ist doch so basic, das kann man sich nicht schützen lassen. Beziehungsweise Schutz für Beanspruchung. Und dazu zählen auch Sounds zum Beispiel, ja, oder die Presets auf dem Synthesizer. Ja. Es wäre auch noch schöner, wenn ich einfach nur auf den Preset drücke und ich das mir urheberrechtlich schützen lassen könnte. Ich glaube, da hätte auch die Instrumentenindustrie ein paar Probleme dann. Genau, das heißt, so die Grundgröße, die Grundbausteine der Musik kann ich mir nicht, die können nicht urheberrechtlichen Schutz genießen. Was dagegen schon Schutz genießen kann, sind einmal ganze Songs, und da wird auch nicht unterschieden, ob das jetzt klassische Musik ist oder Unterhaltungsmusik. Auch ein simpler Popsong, Anführungszeichen simpel, der kann natürlich auch Schutz genießen, genauso wie jetzt halt auch ein umfangreicheres Jazzwerk zum Beispiel. Aber auch Teile von Liedern können urheberrechtlichen Schutz genießen. Zum Beispiel Refrains, bestimmte Soli, ja, wenn jetzt dann Michael Jackson Beat It, den Gitarren-Solo, viele, die Gitarre spielen, würden den vielleicht so im Kopf haben dann direkt oder so. Das sind so Punkte, die halt einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Also es muss schon eine gewisse Höhe erreicht werden, was das Werk praktisch auch transportiert. Das ist jetzt ein sehr schwammiger Bereich. Also wo die Grenze liegt zwischen einem relativ simplen Refrain und einer Tonfolge, das entscheiden natürlich manchmal auch die Gerichte. Das ist nicht 100% klar. Also es kann auch ein leichter Kinderlied-Refrain schon urheberrechtlich geschützt sein. Und wenn jetzt, sage ich mal, der noch ein bisschen einfacher gestrickt wäre, würde es dann schon aus dem Schutz rausfallen. In der Regel kann man es sich so merken, wenn es ein paar Harmonien hat, ein bisschen Begleitung und eine Hookline drin ist und da ja man auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat, dann bewegt man sich im Bereich, wo hier eine Schutzfähigkeit besteht. Das heißt, wenn wir darüber reden, was Generative AI erstellt, wenn ich Generative AI nutze, um einen Sound zu finden, sind wir noch gar nicht im Urheberrecht drin. Ja. Also das wird im Regel nicht reichen. Wenn ich jetzt ein Tool benutze, um meine Hookline zu schreiben von meinem Song, dann müsste man schon drüber nachdenken, was dann urheberrechtlich passiert. Und jetzt die alles entscheidende Frage, was natürlich jeder fragt, ist der Output denn geschützt, wenn ich mit jedem Tool, you name it, sei es Midjourney, sei es ChatGPT, was erstelle? Das heißt, wer hat denn jetzt da Rechte dran? Oder was ist denn jetzt mit diesem Output? Und da gibt es einen ganz bekannten Fall, der das so ein bisschen der Vorgänger war, der in den USA auch Wellen geschlagen hat. Das ist das Affen-Selfie von Makaku Naruto. Und zwar hat ein Künstler Kameras im Urwald ausgelegt und hat damit provozieren wollen, dass die Affen damit spielen und vielleicht auch Fotos schießen. Dabei ist dieses Selfie rausgekommen. Und Peter hat es zum Anlass genommen und gesagt, wir klagen jetzt, dass dieser Affe Urheberrecht an diesem Bild hat. Ja? Das war auch als Marketingkampagne gedacht, um halt auf Tierrechte hinzuweisen. Und da wurde eben diskutiert, können denn ja, Tiere zum Beispiel Urheberrechte haben oder halt nicht Menschen. Ja? Also kann die AI Rechte an einem Bild haben, an einem Text haben, ist es möglich? Und hier ist halt das europäische und auch das US-Recht ziemlich klar. Hier sagt, nein, wir brauchen einen Menschen. Und das spiegelt sich so ein bisschen wieder, was ich vorhin gesagt habe, dass auch so ein Persönlichkeitsschutz im Urheberrecht drin ist.
es muss sich in dem Werk irgendwie die Persönlichkeit des Menschen wiederfinden. Es muss sich widerspiegeln, eine gewisse Originalität haben. Das ist bei Tieren eben verneint worden. Und das muss man dann auch bei der AI verneinen. Da gab es auch den US-Fall mit Taller, bei dem es abgelehnt wurde. Der wollte für seine AI ein Urheberrecht eintragen, was nicht funktioniert hat. Was jetzt viele Mandanten uns fragen ist, okay, AI hat keine Rechte, verstanden. Was ist denn jetzt mit den Entwicklern? Hat OpenAI Rechte an den Arbeiten, die wir haben? Ja? Es kommen oft auch Mandanten sagen, ja okay, die OpenAI hat ja zum Beispiel die Rechte und die lizenzieren das an uns oder jedes andere Tool und dann habe ich ja die Rechte. Aber auch hier ist so, nein, der Entwickler hat überhaupt gar keinen Einfluss. Ja? Ich meine, er stellt im Grunde einfach nur das Tool zur Verfügung. Das ist wie, wenn ihr euch Microsoft vorstellt. Ja? Die haben ja auch mit Word zum Beispiel oder Excel, kann man die Tools benutzen, aber die sind ja nicht daran beteiligt, was ihr damit macht, ja? Welche Texte ihr mit Word schreibt. Ja? Daran ist Microsoft nicht beteiligt. Deswegen, Microsoft hat Rechte an Word, aber nicht an dem, was ihr damit produziert. Und so ist es auch bei den Entwicklern von den AI-Tools. Die haben keine Rechte an dem konkret, was ihr da auswerft. Das heißt, es wird der Kreis schon enger. Ja? Wer könnte noch Rechte haben? Hat denn der Nutzer, der jetzt zum Beispiel ein Tool benutzt, hat der Rechte an dem Output? Und da ist letztlich die tragische Antwort, wahrscheinlich auch nicht. Sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, im 90%-Bereich nicht. Warum? Weil, wenn ich jetzt bei ChatGPT was eingebe oder bei Midjourney oder bei jedem anderen Tool, dann hatte die AI unfassbar hohe Möglichkeiten, es umzusetzen. Wenn ich sage, schreib mir ein Liebesroman und ein paar Parameter dazu, kannst du ja unfassbar viele Varianten von diesem Text erstellen. Das heißt, hier sagt man dann, na, da ist der Einfluss des Menschen einfach zu gering. Das heißt, hier spiegelt sich eben nicht die Persönlichkeit des Urhebers in diesem Text wieder, weil er im Endeffekt nur auf den Hebel umgelegt hat und dann einer Maschine was ausgeworfen hat. Er ist praktisch nicht der, der das komplett kontrolliert. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, gibt es da Ausnahmen? Ja? Also ich meine, ist es immer so? Ist natürlich, wenn ich jetzt einen Text habe, der urheberrechtlich geschützt, ich habe einen tollen Roman geschrieben und lasse den einfach nur vom Tool übersetzen, ja? Dann ist natürlich was, beziehungsweise nicht übersetzen, sondern ich lasse es Korrektur lesen. Ja? Ich habe einen Text geschrieben und sage, boah, ich habe eine kleine Leseschwäche, will ein paar Kommas richtig gesetzt bekommen. Wenn ich dazu ein Tool benutze, dann erstreckt sich praktisch der Schutz des ursprünglichen Werkes. Genauso auch, wenn ich jetzt praktisch einen sehr iterativen Prozess habe. Also wenn ich lasse mir einen First Draft raus, ich lasse mir vielleicht eine Hookline raus mit dem Tool oder ich mache mir einen Text und dann setze ich mich hin und, kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Text generiert habt, sagt ihr, boah, der ist schon gut, gefällt mir ganz gut, aber ich muss da noch ein bisschen dran basteln. Ja? Eigenen Stil einbauen, nochmal umstellen, die Wörter ändern und dann wirklich nicht nur so ein paar kleinere Änderungen, sondern wirklich intensiv reingehen. Dann kann man unter Umständen Urheberrechtsschutz haben. Aber das ist die Ausnahme. Weil in der Regel, wenn ich mir was rauslasse und das dann benutze im Text, dann ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, das ist genauso auch, wenn ich mir eine Hookline generieren lasse oder wenn ich ein Bild erstellen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ich da noch ein Recht habe. Was folgt daraus? Ja, es ist natürlich ein tragisches Ergebnis. Was können wir jetzt machen? Ja? Das Erste ist, wenn ich kein Urheberrecht habe, ich kann mich nicht verteidigen. Ja? Wenn ich ein Video erstelle, wenn ich einen Text erstelle, ein Musikstück damit erstelle und irgendein Dritter, ja, überall auf der Welt, nutzt es, ja? Kopiert 1:1 mein Bild, 1:1 meine Hookline aus meinem Song, 1:1 meine Lieblingsszene aus dem Film, kann ich mich nicht dagegen verteidigen. Ich kann nicht Unterlassung verlangen, weil ich keine Rechte dran habe. Das ist schon mal auch ein sehr schwieriger Punkt und natürlich auch die Lizenzierung. Ich habe keine Rechte. Ich kann, wenn ich jemandem dieses Werk gebe, wenn es eine Auftragsarbeit ist, kann ich mir das nicht lizenzieren lassen und ich kann mit Musikstück auch nicht zur GEMA gehen. Die GEMA auch sehr klar einen Standpunkt gemacht, klar. Also wenn ich rein AI-generiertes Werk habe, kann ich damit mir nicht bei der GEMA das Werkstück anmelden. Und hier ist auch gerade für Freelancer wichtig, wenn ich einen Vertrag mache und hier sage, okay, ich mache für dich eine Produktion, ich mache für dich einen Werbejingle, ich mache für dich ein Video, ich mache für dich einen Text und ich nutze dazu AI-Tools und in einem Umfang, dass kein urheberrechtlicher Schutz entsteht, ja, kann es sein, dass ich mich vertragsbrüchig verhalte, weil ich zum Beispiel vertraglich eingeräumt habe, Nutzungsrechte zu übertragen. Die habe ich aber gar nicht, wenn ich kein Urheberrecht habe.
Das heißt, hier muss man natürlich höllisch aufpassen, wenn ich gegen ein Unternehmen oder eine andere Person mich dazu verpflichtet, das zu tun, habe ich natürlich hier ein riesen Konfliktpotenzial. Ich kann, wenn ich das Tool verletze, aber auch Rechte Dritter verletzen. Es kann sein, gerade bei Musiktools, die mit weniger Trainingsdaten trainiert sind, dass sie noch mehr Inhalte von geschützten Werken vielleicht zum Beispiel benutzen. Kann sein, es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass jedes andere Tool zufällig ein Werk eines anderen noch ausgibt. Und wenn ich das benutze, wenn ich das auf meine Website stelle oder irgendwie teile, kann es natürlich sein, dass ich hier eine Rechtsverletzung begehe. Aber das ist insofern alter Wein neuen Schläuchen, als dass auch wenn ich selber was Neues erstelle, kann ich ja potenziell auch die Rechte eines anderen verletzt haben, ohne es zu wissen. Ja, weil ich kann ja auch da ein Werk oder eine Marke eines anderen benutzt haben, ohne dass ich es eigentlich gewollt habe. Ja. Dann ist natürlich auch bei Tools, da muss man auch höllisch drauf achten, nutzt das jeweilige Tool meinen Input, den ich reingebe, wiederum als Trainingsmaterial. Das ist, glaube ich, gerade auch im Musikbereich besonders relevant, weil da auch viele Tools Probleme haben, an Trainingsdaten zu kommen. Es ist leichter für viele Tools, an Text oder Bilder zu kommen. Musikstücke, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die vielleicht hinter einer Paywall sind, weil die bei Spotify sind oder sonst wo oder bei einem anderen DSP, Digital Service Provider, sodass viele Tools auch zurückgreifen und sagen, ja komm, gebt uns eure Songs und wir benutzen die und trainieren damit unsere AI, sodass halt praktisch euer Input dazu dient, ein Tool auszubilden. Und ein kleinerer Punkt ist, ihr habt auch kein Recht auf Namensnennung. Das heißt, wenn ihr das generiert habt, dann ist dieser urheberrechtliche Aspekt nicht drin. Ah ja. 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 Das müsste man dann genau angucken. Wenn jetzt der Song selber, sag ich mal, noch so viel interessante Elemente hat, dass er für sich auch ohne den Gesang noch schutzfähig ist, dann könnte ich theoretisch an diesem Rumpf immer noch Urheberrechte haben. Das ist möglich. Aber das wäre natürlich dann schwierig, wenn es ein extremer Popsong ist, wo es wirklich, sag ich mal, Standardharmonie, also wirklich absolute Basic-Harmonien und das einzig Originelle eigentlich aus dem Gesang kommt, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann es dann sein, dass der Restsong halt nicht mehr geschützt ist. Das muss man dann in der Gesamtschau sehen. Aber es ist, ja, man dürfte dann, der andere dürfte aber dann nur die Gesangslinie ungefragt benutzen. Wenn der Rest-Rumpfsong auch urheberrechtlich geschützt ist, könnte ich dagegen vorgehen. Dann könnte ich das zumindest verhindern. Aber ich will jetzt nicht als Anwalt in die Klischees treten und nur jetzt die negativen Themen sehen. Ich will auch ein paar Optionen zeigen, was eben das auch eröffnet, dadurch, dass es gemeinfrei ist und praktisch frei ist. Ich kann vielleicht mir einen Schutz nicht aus dem Urheberrecht, aber zum Beispiel aus dem Tonträgerherstellerrecht holen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber das Urheberrecht hat praktisch noch kleine Geschwisterrechte drin. Ja? Es gibt das große Urheberrecht und die haben sogenannte Leistungsschutzrechte und die schützen gewisse Investitionen. Ja? Hier haben wir zum Beispiel das Tonträgerherstellerrecht, das heißt derjenige, der ein Tonstudio hat, der ein Label hat, und wenn aus der Schmiede dann Songs kommen, kann der sagen, ja, ich habe da rein investiert, ohne mich gäbe es das Album gar nicht, ich habe das Equipment gekauft, ich hab den Mixer bezahlt und alles, was aus meiner Schmiede rauskommt, fällt unter mein Tonträgerherstellerrecht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel als Musiker sagt, gut, dann mache ich halt mein Label auf, bin ich halt einfach selber Label und mache KI-Musik darüber und schaffe mir damit Equipment an, dann könnte man auch so sagen, okay, dann ist meine AI-Musik über mein Leistungsschutzrecht als Tonträgerhersteller geschützt. Ist eine Option, was noch nicht erprobt ist, aber was natürlich dann interessant sein könnte, weil hier ist der Schutz auch für KI-Musik möglich. Ich kann natürlich mit AI-Musik, weil ich sie jeder benutzen darf, super Remix und Mashups machen, weil es einfach keine Rechte dran gibt. Ja? Da sind diese ganzen Themen natürlich offen. Ich kann alles, was rein AI generiert ist, wo keine Rechte dran sind, kann ich natürlich selber auch wieder verwenden. Ich kann auch lizenzfreie Kooperation eingehen. Das heißt, ich habe eine Band und mir fehlt ein Basser oder ich will einen Saxophonspieler drin haben. Und es kommt einer und sagt, kann ich zwar nicht, aber ich kann AI. Ich komme zu euch in die Band und man kann zusammenarbeiten. Selbst wenn der eine super, super Sax-Solo einbaut in einem Song, ja, oder super Gitarren-Solo oder so, dann kann man immer noch sagen, okay, das hat keinen Schutz. Das heißt, ich kann dann einfach meine Band nehmen und habe danach nicht den Stress, wenn es wirklich zum Hit wird oder ich will es kommerziell nutzen, muss ich mit dem nicht ewig hin und her kämpfen, ja, weil er halt einfach keine Urheberrechte dran hat. Ja. Was ich vertraglich vereinbart habe, ist wieder eine andere Sache. Aber ich habe zumindest hinterher nicht den Fight, wenn er sagt, bitte unterlasst es, dass jemand Solo benutzt. Ich will ihn lieber woanders benutzen. Kann er nicht, weil er gar keine Rechte dran hat. Außer steht was anderes im Vertrag. Wenn ihr diese
Programmierer, von dem ich immer erzähle, wenn er natürlich super geschickt ist, kann er seine Prompts, wenn die Schutz genießen, natürlich lizenzieren und damit Geld verdienen. Das könnte ein Thema sein. Was ich gerade gelesen habe, ist, dass Spotify AI-Musik nicht bannen will. Also es ist am Anfang sehr stark vorgegangen. Das ist jetzt gerade nicht der Plan. Und ihr habt natürlich einen gewissen vertraglichen Spielraum. Ja? Ihr könnt, wenn ihr es offen einräumt, okay, ihr habt einen Auftraggeber, der sagt, ist für mich fein, wenn es AI generiert ist, kann man vielleicht über neue Vergütungsmodelle nachdenken. Ja? Kann auch vielleicht mehr auf Masse gehen oder man sagt halt, wir vereinbaren eine Quasi-Lizenz. Also man hat hier einen gewissen Spielraum. Angesichts der Zeit, ihr kriegt dann auch die Slides, oder? Kriegt es. Um durchzukommen, drücke ich mal ein bisschen auf die Tube. Man kann Prompts schützen, das ist ein Punkt. Können wir auch nachher in der Fragerunde nochmal besprechen. Es gibt gewisse Kriterien, wie lang ein Text sein muss. Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, sagt so 11 Wörter. Natürlich, wenn ihr ein von euch komponiertes Songstück als Prompt benutzt, sagt, hier ist mein Song, bitte findet da noch eine Bassspur dazu, eine Drumspur. Kann natürlich das, was ihr hochgeladen habt, auch schon einen Schutz genießen. Das heißt, hier gibt es bestimmte Elemente. Ich habe euch mal ein Beispiel gemacht für einen Prompt. Also wenn ich sage, erstelle mir den besten Songtext aller Zeiten, ist natürlich ein bisschen knapp. Das wird noch nicht kreativ genug sein, wenn man danach gegen sagt, du bist Komponist einer unterfränkischen Death-Metal-Band, du bist erschöpft ob der mannigfaltigen Begegnung mit konsumverbrennenden Menschenwesen, deine Texte spiegeln diesen Verdruss wider. Bitte wähle deinen Stil der antiken Dichtung regelmäßig in Trocheus in den Songtexten und wechsle zwischen den Sprachen Finnisch, Mongolisch und Fränkisch. Wähle häufig das Stilmittel der Metapher, indem du die Tiere des Waldes nachthematisierst. Also das wäre zum Beispiel ein Prompt, der dann so ausgefallen ist, dass der vielleicht Schutz genießt. Und wenn der die besten Death-Metal-Texte rauslässt, dann könnte man sagen, okay, dann hast du da einen Schutz dran und könntest den lizenzieren zum Beispiel. Also da muss man auch denken, dass das ja auch noch eine Möglichkeit ist. Hast du das gemacht? Wie bitte? Hast du das gemacht? Kam was Gutes raus? Ich habe den ehrlicherweise, ich habe den tatsächlich gestern erfunden, aber ich habe ihn noch nicht eingesetzt, aber das könnte ich schon einmal machen. Vielleicht, wenn ihr mich morgen Nachrichten seht, dann hat es da vielleicht geklappt, ja. Da war noch. Ja. Dann ist das nur der Kopf. Das ist genau der Punkt. Also ist der Prompt kann geschützt sein, muss es nicht. Wenn ihr, wie eben jetzt eben gezeigt, das kann ich leider nicht so, müsste ich zurück. Ach, da stimmt, da unten ist der Schalter, sorry. Genau, hier, also wenn der so kurz ist und so völlig knapp und abstrakt, wird es schwierig. Wenn er dagegen sehr lang ist, dann kann es sein, dass ihr vielleicht im Output gar keine Rechte habt, aber am Prompt. Und das kann ja mitunter für euch auch im kreativen Schöpfungsprozess vielleicht sogar eigentlich das bessere Asset sein, weil ihr damit vielleicht sehr, sehr, sehr viel guten Output generieren könnt für euch, ja, der euch vielleicht inspiriert. Vielleicht lasst ihr euch damit zum Beispiel Bassspuren ausgeben in einem Tool, ja, oder ihr macht bestimmte Texte und die baut ihr um. Das kann ein Riesenhebel sein natürlich auch, ja. Es gibt heute schon Plattformen, auf denen Prompts verkauft werden. Also wenn ihr gut drin seid, solche Prompts zu schreiben und sie über der Schwelle sind, der Schutzfähigkeit, kann man kommerzialisieren und kann Prompts verkaufen. Wenn ihr einen Prompt schreibt, der genau euren Stil wiedergibt, ja, dann muss er ein bisschen arbeiten, ein bisschen spielen und immer weiter da reinkommt, dann kann das natürlich halt einfach, man sitzt da, hat eine Schreibblockade und lässt sich einen Text raus, hätte ich auch selber drauf kommen können, ganz cool. Und damit kann man natürlich wunderbar arbeiten. Also das kann auch einfach für einen selber in der kreativen Arbeit ein super, super Prozess sein. Auch hier versuche ich mal, beim Training reinzugehen und da ein bisschen das zügig durchzumachen, weil es im Musikbereich ehrlicherweise nicht so krass ist wie im Text- und Bildbereich, weil ihr, wenn ihr Musik hochladet, wenn ihr es auf Soundcloud hochladet, wenn ihr es auf Spotify hochladet, wenn ihr es auf YouTube hochladet, ist es ja hinter einem bestimmten Plattformanbieter, der natürlich wieder eine eigene Philosophie hat, wie er mit Trainingsdaten umgeht. Es ist also aus meiner Erfahrung halt selten, dass man vielleicht eine eigene Homepage hat, wo man es hochlädt. Das kann man machen, klar, ist auch möglich, aber ist in der breiten Masse nicht so häufig wie jetzt bei Texten und Bildern. Und hier stellt sich natürlich die Frage, aber trotzdem, wenn ich jetzt trotzdem einen Player einrichte auf meiner Bandseite, was muss ich machen? Ja? Kann das dann einfach irgendein Tool abgreifen und das benutzen als Training? Möchte ich ja vielleicht verhindern. Und hier muss man verstehen, okay, wenn ich auf eine Website gehe und die Songs mir runterlade auf meinen Rechner, auf meinen Server kopiere und es dann in die AI rein, ins Modell rein kopiere, ist es eine Vervielfältigungshandlung, für die ich grundsätzlich erstmal die Zustimmung vom Urheber brauche. Das darf ich nicht einfach so machen. Ja, ich kann nicht einfach mein Tool damit füttern.
Ich brauche erstmal per se die Zustimmung. Jetzt ist es aber so, dass 2018 eine Urheberrechtsreform auf EU-Ebene stattfand. Und dabei ist dieser 44b, der ist auch in Artikel 4 der Urheberrechtsrichtlinie eingeführt worden. Den hatten viele damals nicht so, in KI-Kreisen wurde diskutiert, aber damals hatten alle über die Upload-Filter diskutiert. Ich weiß nicht, der eine oder andere mag sich erinnern, das war dann das Thema YouTube, kommt es zum Overblocking, weil YouTube jetzt Upload-Filter einrichten muss und man einfach keinen Content mehr hochladen kann, es zensiert wird. Und dabei hat sich auch diese Norm mit eingefügt. Und die sagt praktisch, es ist okay, dass du dieses Scraping betreibst. Du kannst dir die Contents aus dem Netz ziehen, ja, ohne dass du die Zustimmung brauchst. Das ist fein. Voraussetzt, dass die Inhalte rechtmäßig hochgeladen wurden, also vom Inhaber zum Beispiel. Und ich das nur benutze, um praktisch meine AI zu trainieren. Das heißt, es ist per se möglich. Und so, und das ist der Punkt, dass man zum Beispiel die Texte, die Bilder von der Website benutzen kann, um die AI zu trainieren. Weil man gesagt hat, das ist eine politische Entscheidung, wir wollen es fördern, wir wollen eine AI-KI-Landschaft in Europa haben, wir brauchen die Daten als Öl, das heißt, das müssen wir irgendwie machen. Außer ihr erklärt den Vorbehalt. Das könnt ihr entweder in der Roblox-Textdatei, es wird diskutiert und das auch im Impressum, es muss aber maschinenlesbar sein im OCR-Format. Wenn ich hier sage, nein, ich behalte mir das vor, ich möchte nicht, dass die Dateien zum Training benutzt werden, dann ist es möglich und dann müsste das Tool auf euch zugehen und sagen, hey, ihr habt wunderbare Trainingsdaten, wolltet ihr uns lizenzieren? Das ist praktisch so der Spießrutenlauf, der gegangen werden musste. Wer hat das schon gemacht? Fast niemand. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist absolut selten und es haben wirklich, ich fange jetzt gerade die ersten erst an, das zu machen. Der letzte Teil hier dazu, was auch oft übersehen wird, ist, und das ist ein Rechtsbereich, der jetzt im Vordringen ist und da immer wichtiger wird, und auch gerne im Urheberrecht verwechselt wird, ist das reine Persönlichkeitsrecht. Und da kommen wir auf die Tools, die Oliver angesprochen hat, direkt rein. Die Verfassung garantiert gewisse Rechte an uns, auch um unsere eigene Persönlichkeit zu entfalten. Das betrifft einerseits das Recht am eigenen Bild, ja, zum Beispiel, wenn ihr unter der Dusche steht, wenn ihr im Schlafzimmer seid und es wird ein Paparazzi bei euch im Fenster euch fotografieren, würdet ihr nicht wollen, dass das veröffentlicht wird, ja, das ist das Recht am eigenen Bild zum Beispiel. Oder wenn in der Zeitung ein Interview von euch erfunden werden würde, ja, wo ihr irgendwelche politischen Meinungen vertretet, die ihr gar nicht vertretet, hättet ihr vielleicht was dagegen. Oder auch an eurer Stimme, ja, ihr möchtet vielleicht nicht, da gab es einen bekannten Fall mit Erhard, da war es so, dass nach 10 Jahren nach Tod von Erhard dann eine Werbung geschaltet wurde, genau mit seiner Stimme, und um damit praktisch, ja, halt eine Werbewirkung zu erzielen, die Leute haben es gehört. Die Erben haben dann aber gesagt, nee, es wollen nicht, dass diese Stimme einfach verwendet wird von ihm, und haben auch vom Oberlandesgericht Hamburg gewonnen und es wird verboten. Das heißt, es gibt bestimmte Teile von euch, in eurer Persönlichkeit, wo ihr euch wehren könnt, wenn die jemand benutzt. Und das ist natürlich jetzt wichtig, ja? Nur eine kurze Frage zum Beispiel, Stadion zum Beispiel. Also wenn die Kamera auf eine Person schwenkt, die ist besoffen und grölt rum und die hat keinen Bock, dass das im Fernsehen landet, gibt man die Persönlichkeitsrechte ab mit dem Besuch des Stadions, bei einer Übertragung, oder wie ist das dann? Das sind wichtige Fragen, und das ist auch das, was auch ein bisschen im Datenschutzrecht mit reingeht, natürlich, dass je nachdem, wenn jetzt Bilder von mir dabei sind und ich da auch eine Zustimmung geben muss, ist natürlich, wenn ich mich in den öffentlichen Bereich begebe, gibt es natürlich aus rechtlicher Sicht ein paar Ausnahmen. Sonst könnte man gar keine Fotos mehr machen. Ja? Wenn ich jetzt ein Bild mache, Passant läuft vorbei, oder wenn ich mich entscheide, ins Stadion zu gehen, dann entscheide ich mich da eben auch, mich zu exponieren. Das hat praktisch mehr oder weniger einen Zweck, dass was gegen meinen Willen passiert, ja? Wo ich sagen muss, okay, da werden Bilder von mir, Texte von mir oder Aussagen von mir genommen, ohne dass ich das irgendwie gewollt habe. Und das erkläre ich jetzt hier nochmal praktisch in den letzten Bullet Points. Also es ist praktisch, es geht ja darum, ich brauche ein Recht, mich persönlich zu entfalten und zu entscheiden, was von mir in der Öffentlichkeit ist und was nicht. Das muss man hier aber erstmal sehr stark vom Urheberrecht trennen. Das heißt, oft sagt man, ja, da wurde die Stimme von dem und dem benutzt, da muss man auch urheberrechtlich dagegen vorgehen. Nee, also man muss gucken, ja, beim Urheberrecht, da wird das konkrete Werk geschützt, die konkrete Hookline, die ihr geschrieben habt, der konkrete Refrain, das konkrete Lied. Hier im Persönlichkeitsrecht wird geschützt, wenn zum Beispiel, angenommen, es gab ja die Fake-Drake-Songs zum Beispiel, wenn ein Bild von Drake dabei ist, ja, oder wenn er zum Beispiel
irgendeine politische Partei damit ein Bild generieren würde und sagen, ah ja, da ist dann, was ist ich, Celebrity A, B, C, ist bei einer bestimmten politischen Partei auf einmal auf Plakat mit drauf und sagt, nee, das ist gar nicht meine Meinung, das will ich gar nicht. Ja, das ist praktisch mein Persönlichkeitsrecht geschützt, dass ich das verhindern kann. Und da kann ich Unterlassung verlangen und Schadensersatz. Ja? Und das ist, auch wenn jetzt zum Beispiel eine AI ein Interview generiert, ja, das ist AI generiert und da wird ein Interview von mir erstellt, was ich so nie gegeben habe und ich lese eine Zeitung und sage, ja, wunderbar, habe ich nie gesagt, toll. Oder es werden Bilder von mir generiert, wie ich über den Strand renne und ich sage, war ich nie, ich bin Bergmensch, was soll das eigentlich, mag ich nicht. Da kann man vorgehen. Und hier ist das Wichtige, die Zustimmung. Da muss man immer erstmal zustimmen. Man kann nicht einfach die Stimme von jemandem verwenden per se, der nicht zugestimmt hat, dass das verwendet wird. Das heißt, die erste Hürde ist immer die Zustimmung. Das ist genauso auch, wenn ihr Bilder schießt, ja, von Models, dann gibt es ja immer dann diese Model-Templates, dass man dann reinschreibt, ja, ihr stimmt zu, dass wir eure Bilder benutzen dürfen zum Beispiel. Das geht dann auch ein bisschen mit der DSGVO zusammen. Aber hier ist eben das Wichtige und eben auch die Interessenabwägung. Das heißt, wenn ich mich in den öffentlichen Raum begebe, im Stadion, kann man sagen, ja, der hat eigentlich konkludent zugestimmt, dass auch ein Bild von ihm gemacht wird, weil er sich in die Öffentlichkeit eben begibt. Das ist eben die Frage. Das muss man dann im Einzelfall anschauen. Aber hier ist eben im Persönlichkeitsrecht das entscheidend, dass man hier die Interessen abwägt. Und im Privaten würde man sagen, ist es nicht gestattet. Ja, ich möchte keine Bilder von mir aus der Dusche in der Zeitung sehen und so weiter. Ja. Das heißt, Takeaway jetzt aus dem Bereich ist, wir haben einerseits das Urheberrecht, da haben wir das Ding, sehr wahrscheinlich ist das, was ich generiert habe, nicht geschützt, wenn ich es nicht nochmal idealerweise menschlich stark überarbeitet habe. Und der Prompt könnte geschützt sein, das ist eine Möglichkeit. Dann Training, wenn ich nicht möchte, dass mein Content als Trainingsdatum herangezogen wird, muss ich einen Vorbehalt auf meiner Website erklären. Und hier, wichtig bei Persönlichkeitsrechten, es muss, ohne Zustimmung ist es schwierig, das einfach kommerziell zu benutzen. Sei es die Stimme, sei es ein Bild und so weiter. Das ist so praktisch der Run-Through durch das Urheberrecht und durch das Persönlichkeitsrecht. Und dann würden wir jetzt den Bereich von Music verlassen und würden in den Bereich Gaming übergehen. Und ja, da gebe ich wieder an Kollegen Oliver. Wie gesagt, die Bereiche werden jetzt kürzer. Wir haben bei Gaming grundsätzlich wieder diese Zweiteilung, dass wir zuerst über die Anwendungsfälle sprechen und dann nochmal ein paar rechtliche Aspekte ergänzen. Das wird aber insbesondere im rechtlichen Teil jetzt wesentlich, wesentlich kürzer als jetzt. Also mehr Tatsächliches. Was sind denn eigentlich Einsatzbereiche von Generative AI in Spielen? Ja, ich frage einfach mal. Habt ihr Vorstellungen, wo könnte ich denn diese Dinge, wir haben jetzt über verschiedene Medientypen gesprochen, wo könnte ich das in der Videospieleindustrie einsetzen? Zum Beispiel für NPCs, dass die eigene Persönlichkeiten entwickeln, ja, und sich eben wirklich wie echte Spieler verhalten. Finde ich einen sehr coolen Anwendungsfall. Komme ich gleich, deck noch nicht auf, aber ja. Open World. Ja, also du meinst bei der Welterstellung, die genau, dann sozusagen ausfranst auch. Ja. Genau, waren jetzt schon mal zwei Punkte. Ich decke mal ein paar auf, die ich hier hatte. Das erste ist Worldbuilding, was du schon genannt hast. Ich kann mir jetzt natürlich massiv helfen lassen, wenn ich Videospielwelten erstelle. Vorher musste alles per Hand passieren. Ich konnte dann auch ein paar Templates benutzen, konnte dann kopieren. Aber jetzt kann ich eben, genauso wie ich mit einer generativen KI mir Texte, Bilder oder Videos erstellen kann, gibt es jetzt auch schon generative KI-Tools, die 3D-Modelle erstellen und auch solche, die komplette Welten erstellen. Ist natürlich ein krasser Gamechanger für den Entwickler, der jetzt mit wesentlich weniger Aufwand wesentlich größere Welten erstellen kann. Wie gesagt, geht mit einzelnen Assets, aber da sind einige Unternehmen schon dran, wie Nvidia zum Beispiel oder Epic mit der Unreal Engine, dass ich mir auch schon komplette Spielewelten per Prompt erstellen lassen kann. Zweiter Punkt, User-Generated Content kennt ihr jetzt bestimmt auch, also zum Beispiel Roblox-Plattformen, die sehr davon leben, dass die Community selbst auch Inhalte herstellt. Die werden auch stark dadurch verändert, weil auch der User muss aktuell händisch seinen Inhalt erstellen, ein gewisses Modell, ein Level, was auch immer. Und auch er kann jetzt mit solchen Tools, die jetzt gerade im Aufkommen sind, viel mehr beitragen. Also die Schwelle sinkt nochmal. Wenn jetzt, man kann mit diesen Tools, mit diesen Editoren in verschiedenen Spielen oder Plattformen jetzt schon was erstellen, muss man sich aber schon etwas reinfuchsen, Zeit investieren.
wird jetzt alles einfacher, wenn ich das alles per Prompt kann oder Natural Language, ich spreche da einfach was rein, was ich gerne hätte und bekomme dann ein 3D-Objekt erstellt oder ein Level, wird das massiv beflügeln, diesen ganzen User-Generated-Content-Bereich. Dritter Punkt, hattest du angesprochen, finde ich super cool, aktuell, also für die, die mit Gaming wenig am Hut haben, immer wenn man jetzt in der Spielewelt rumläuft und trifft dort auf einen Charakter, der nicht von einem Mensch gesteuert ist, sondern der von einem Spieleentwickler erstellt wurde, dann sind die in der Regel geskriptet. Also ich habe da im Hintergrund dann sozusagen ein komplettes Skript, was sagt der, wenn ich ihn anspreche, dann habe ich in der Regel ein paar Gesprächsoptionen, A, B, C, drücke da drauf, dann weiß er aus seinem Skript im Hintergrund, okay, der Spieler hat B gewählt, dann antworte ich jetzt das und so geht das immer weiter. Da gibt es schon heute Spiele, die da sehr gut drin sind, auch schöne NPCs zu schaffen, die eine wirklich charakterliche Tiefe haben. Das wird aber ein ganz neues Level erreichen, wenn das nicht mehr vorgeskriptet ist im Hintergrund, sondern ich wie ein kleines, antrainiertes ChatGPT-Modell hinter diesem NPC habe. Stellt euch vor, ihr seid in irgendeiner, zum Beispiel hier, in so einem Open-World-Rollenspiel unterwegs und ihr sprecht einfach mit einem NPC. Ich gehe zu ihm hin und sage, ey, ich brauche Hilfe bei dieser Quest oder kann ich bei dir ein Schwert kaufen oder was auch immer. Ich rede mit ihm und kann nicht einfach nur 4 Optionen auswählen. Und da kurz der nächste Punkt. Aktuell ist die Aufgabe von Spieleentwicklern oder der große Arbeitsteil, dieses Skript zu schreiben. Und in Zukunft wird es sein, sozusagen dieses GPT-Modell mit einer gewissen Persönlichkeit anzulernen. Du bist jetzt Schmied, du bist 45 Jahre, du stehst in diesem Dorf, was weißt du alles? Das ist eine, also wie so eine eigene Vita zu schreiben, aber dann auch eben Safeguards zu integrieren, dass ich jetzt in der mittelalterlichen Stadt nicht über Porsche oder Ferrari mich mit dem NPC, der jetzt dort Schmied ist, unterhalten kann. Das ist eine ganz neue Herausforderung, aber wenn das wird jetzt gerade auch aufgegleist, auch da gibt es schon die ersten Produkte, wird eine ganz neues Level an Immersion geschaffen, wenn ich so mit NPCs interagieren kann. 3 Punkte habe ich noch mitgebracht. Individualisiertes Gaming-Erlebnis. Auch jetzt für die von euch, die vielleicht ab und zu mal was spielen. Es gibt ja gewisse Spiele, die es auch erlauben, dass man verschiedene Wege im Spiel einschlägt und dann auch eventuell verschiedene Spielenden hat. Es gibt Spiele, die sind da sehr gut drin. Auch da ist ein komplettes Skript dahinter, also wie ein Skript für einen Film, nur eben abzweigend, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, kann ich dann zu verschiedenen Enden kommen und das wird, könnt ihr euch jetzt vorstellen, extrem aufwendig, wenn ich halt immer verschiedene Weichen hintereinander stelle und ich kann mich unterschiedlich entscheiden, dann steigt die Größe des Skripts exponentiell irgendwann, weil es komplett auffächert. Auch das kann ich jetzt mit Generative AI ganz gut in den Griff bekommen. Ich muss dann sozusagen nur noch die Banden definieren, die Safeguards, wie ich es eben schon bei dem NPC erzählt habe, hier eben für die Welt. Und dann passt sich das Spielerlebnis komplett auf den Spieler an. Was ist sein Wissensstand? Wie gut ist er? Was sind seine Interessen? Und ich habe ein sehr dynamisches Spielerlebnis. Werden auch viele coole Sachen kommen. KI-Gegenspieler noch ganz kurz. Also auch in der Spielindustrie wird schon lange über KI gesprochen, also immer die Gegner-KI oder Spiele gegen eine KI, die ist besonders gut. In der Regel war das niemals KI. Also es war immer komplett geskriptet. Das waren Regelsysteme, so wie sich der Spieler, wenn sich der Spieler auf eine gewisse Art und Weise verhält, dann macht der Gegenspieler das. Das kann für Casual-Spieler kann das schon teilweise ganz schwer werden, aber gerade so Weltklasse-Spieler im E-Sport, die hauen jeden Gegenspieler, der komplett regelbasiert ist, komplett weg. Das war nie eine wirkliche Herausforderung. Und da gibt es jetzt auch neue Modelle. Also AlphaStar kam vor ein paar Jahren auf. Das ist von einer Tochter von Google, von DeepMind erstellt, und zwar für StarCraft 2. Kennen vielleicht ein paar von euch. Ist eine KI, die eben am Anfang auf ganz viele meisterliche Partien angelernt wurde und dann millionenfach gegen sich selbst gespielt hat und irgendwann so gut wurde, dass sie die weltbesten StarCraft-Spieler, die halt hauptberuflich StarCraft spielen und von Sponsorships leben, schlagen konnte. Das gab es vorher auch noch nicht. War regelbasiert einfach nicht möglich. Letzter Punkt, adaptive Spielmusik. Kennt ihr auch, wenn ihr jetzt was spielt. Die Musik ändert sich in der Regel mit dem Spielverlauf. Wenn ihr in eine Kampfsituation kommt, habt ihr eine andere Musik, wie wenn ihr einfach nur so über die Landschaft lauft oder wenn ihr zu einem Endboss kommt. Das ist aktuell auch voreingespielt, dann gibt es gewisse so teilweise dynamische Übergänge zwischen diesen verschiedenen Musikteilen, kann man jetzt auch alles dynamisch gestalten. Ich gebe vor, was
wie die Musik wechselt, wenn der Spieler gewisse Dinge macht. Man kann das genauso wie auch das Spielerlebnis oder auch die NPCs das Ganze einfach noch viel dynamischer gestalten. Ja, das mal 6 Aspekte, wie das in der Spielindustrie zum Einsatz kommt. Jetzt noch ein paar rechtliche Aspekte. Ich fange mit einem an, der, das ist kein Aspekt, der nur bei Gaming zum Tragen kommt, der kommt grundsätzlich genauso auch bei Musik oder auch bei anderen gewerblichen Anwendungsfällen von generativer KI zum Tragen. Hat jemand von euch schon mal was vom AI Act gehört? Da jemand? Wenige. AI Act ist ein großes Regulierungsvorhaben der EU, das gerade noch im Gesetzgebungsverfahren ist. Also vielleicht ganz kurz als Kontext, wenn jetzt eine neue Technologie aufkommt, wie zum Beispiel Generative AI, dann ist die nicht komplett im luftleeren Raum und jeder kann machen, was er möchte. Das fällt auch unter unsere bestehenden Gesetze, weil die meisten Gesetze sind technologieagnostisch ausgestaltet, wie zum Beispiel das Urheberrecht oder das Datenschutzrecht. Es ist vollkommen egal, ob jetzt durch generative KI-Daten verarbeitet werden oder durch die Cloud. Aber teilweise gibt es so ein paar Spezialitäten gewisser Technologien, die schon nochmal gesondert reguliert werden sollten. Und das ist das größte Regulierungsvorhaben für künstliche Intelligenz, eben dieser AI Act. Da werde ich jetzt ganz kurz eine Folie was drüber erzählen, weil es, will ich mal sagen, gar nicht ausgeschlossen ist, dass ihr damit auch vielleicht in ein paar Jahren in Kontakt kommt, wenn ihr selbst AI gewerblich einsetzt. Ganz kurz zur Timeline, so europäische Gesetzgebungsvorhaben, die dauern immer relativ lang. Das ging los mit dem ersten Entwurf 2021. AI gab es da schon lange, Generative AI gab es im Hintergrund, hat der Mainstream nicht so sehr drüber gesprochen. Da ging das Ganze los, dann ging das, ich will euch jetzt gar nicht überladen mit dem europäischen Gesetzgebungsverfahren, das ist auch wirklich echt nicht so spannend. Es ging einfach weiter, wir sind aktuell in einer Phase, die nennt sich Trilog. Da sprechen Parlament, Kommission und Rat miteinander und verhandeln sozusagen in der finalen Verhandlungsphase über den Wortlaut des AI. Da befinden wir uns gerade. Und es gibt so ein paar Anzeichen, dass die sich vielleicht im Dezember einigen könnten. Wenn die sich im Dezember einigen, dann könnte das Gesetz nächstes Jahr im Sommer in Kraft treten. Und dann haben wir in der Regel nochmal so eine Grace Period von 2 Jahren, damit sich Unternehmen darauf einstellen können, was da eigentlich kommt. So war es bei der DSGVO auch. Und das bedeutet so dieses endgültige Scharfgehen, dass Unternehmen sich endgültig dran halten müssen, würde dann eventuell im Sommer 2026 liegen. Unternehmen beschäftigen sich aber heute schon ganz stark damit, weil wenn man sozusagen erst im Juni dann irgendwann anfängt und sagt, ja, was bedeutet AI eigentlich für mich, dann ist es in der Regel zu spät, dann wird es sehr teuer und sehr hektisch. So war es zum Beispiel auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Ganz kurz zum Inhalt, Anknüpfungspunkt, damit ihr sozusagen als Tor in den AI reinkommt, ist ein KI-System, da gibt es eine Definition dafür. Der Kern des AI Acts ist dieser risikobasierte Ansatz, den ich hier beschrieben habe, den ich auch mit der Grafik aufgegriffen habe an der Seite. KI-Systeme werden kategorisiert, je nachdem welches Gefahrpotenzial sie haben, und dann werden an die KI oder besser gesagt an den Betreiber dahinter unterschiedlich starke Anforderungen gestellt. Man sieht es hier in dieser Pyramide, das unterste wäre kein Risiko, da gelten gar keine Anforderungen. Das sind wirklich nur so ein paar ganz wenige Fälle, zum Beispiel Research Development oder tatsächlich auch sogar AI-Anwendungen im Militär. Das fällt hier komplett raus. Dann haben wir den gelben Streifen, das ist Low Risk. Da gelten so ein paar allgemeine Anforderungen wie Transparenz. In dem Fall, in dem Bereich würdet ihr liegen, wenn ihr zum Beispiel später mal selbst Freelancer seid oder in einem Unternehmen arbeitet, was KI einsetzt, um Musik zu generieren oder auch Spiele oder auch Filme. Dann würdet ihr wahrscheinlich in diesem Low-Risk-Bereich landen. High-Risk ist dann eher AI, die für kritische Infrastruktur eingesetzt wird oder Rechtsverfolgung zum Beispiel. Da gelten dann aber auch schon relativ hohe Anforderungen. Und ganz oben gibt es mal eine Kategorie Prohibited. Das sind insgesamt verbotene Systeme, zum Beispiel automatische biometrische Erkennung, anlasslos in der Öffentlichkeit, dass Gesichter immer gescannt werden und im Hintergrund mit Datenbanken abgeglichen werden, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Das mal ganz grob zur Mechanik. Adressaten, warum das auch für euch interessant sein könnte. Es sind eben nicht nur die Provider solcher AI-Systeme, wie zum Beispiel OpenAI, klar, denkt ihr daran, die diese KI-Systeme herstellen, sollen reguliert sein, sind tatsächlich auch die Deployer, was man
was nach der Definition des AIX ganz grob gewerbliche Nutzer sind, auch die fallen darunter. Wie gesagt, ihr habt irgendwann mal ein Startup in ein paar Jahren, ihr nutzt KI, um Musik zu erstellen, dann kann es sehr gut sein, dass ihr hier drin landet und dass ihr euch zumindest in Grundsätzen damit beschäftigen solltet, welche Basic-Prinzipien ihr beachten müsst. Ansonsten gibt es tatsächlich auch ganz hässliche Bußen und die Höhe ist jetzt gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, vielleicht der letzte Klammerzusatz, das ist mehr als eine DSGVO. Also die DSGVO hat ja unsere Welt schon relativ umgewirbelt. Jeder musste sich damit auseinandersetzen, weil die Bußgelder schon relativ hoch waren. Wir sind jetzt hier beinahe bei dem doppelten Bußgeldpotenzial im AI Act. Also das alleine zeigt schon, Unternehmen werden sich damit beschäftigen müssen. Gut, das war ein kurzer Ritt durch den AI Act, der, wie gesagt, ich sage es nochmal, für alle Bereiche interessant ist, egal ob jetzt Textgenerierung, Musik, Video oder Spiele. Und jetzt kommen wir noch ein paar ausgewählte kurze Aspekte bei dem Einsatz von generativer KI beim Gaming. Das eine ist klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tool nutzt, und das gilt auch genauso auch für die Musikgenerierung, ihr müsst euch ja immer diese Vertragsbedingungen anschauen. Der Simon hat es schon angesprochen. Was darf denn eigentlich dieses Tool, wie wurde es trainiert? Was sind die Rechte bezüglich der Trainingsdaten? Welche Rechte räumt sich der Tool-Provider hinsichtlich eures Inputs ein? Da hatte der Simon ja schon gesagt, aufpassen bei diesen Musiktools. In der Regel sichert sich der Provider alle Rechte zu. Und wer hat zumindest vertraglich zugeordnet eigentlich die Rechte am Output? Das ist auch das, was hier schon im zweiten Bullet drin steht. Jetzt kommen noch zwei Punkte vom Simon. Genau. Klar, wenn ihr jetzt Tools benutzt oder jetzt zum Beispiel auch Videospiele macht oder auch, das gilt auch für Filme jetzt, was ich sage. Was man oft beobachtet, ist, dass auch Mandanten sagen, ja, ich habe jetzt die AI eingesetzt, ist ja cool, habe ich jetzt das fertige Produkt, ab auf die Piste damit, läuft. Das ist natürlich schwierig, weil eigentlich der Prozess, dass ich das nochmal prüfen muss oder noch eine Inhaltskontrolle machen muss, die ist die gleiche. Dem Gesetz ist egal, ob der Film von einem Menschen gedreht wurde oder von der AI erstellt, ob das Spiel von Menschen programmiert oder von der AI erstellt ist. Und hier muss man auch zum Beispiel, wenn man Filme hat oder wenn man Inhalte erstellt, wirklich auf den Jugendschutz achten. Es gibt bestimmte Inhalte, die sind in Deutschland einfach per se verboten. Ja? Bestimmte Gewaltdarstellungen, bestimmte pornografische Darstellungen und auch bestimmte Symboliken, auch aufgrund unserer NS-Vergangenheit, sind einfach in Deutschland per se nicht erlaubt. Das heißt, wenn ich einfach nur blind das benutze und vielleicht auch gar nicht richtig gecheckt habe, können sich da natürlich Inhalte einschleichen, die vielleicht in Frankreich erlaubt sind, aber eben nicht in Deutschland. Das heißt, es bindet eigentlich keinen, nochmal reinzugucken, was habe ich da eigentlich produziert, was ist da eigentlich drin. Und wirklich interessant oder schwierig wird es, wenn ihr ein Medium benutzt, in dem Generative AI weiter produziert. Das ist gerade beim Gaming interessant, nämlich was Oliver gemeint hat, ist, wenn ihr eine Generative AI drin habt, die zum Beispiel die Spielwelt weiterentwickelt, ja, oder wenn ihr zum Beispiel Filme habt, da gab es mal auch auf Netflix ein paar interessante Pilote, dass man zum Beispiel als Zuschauer bestimmen kann, in welche Richtung sich der Film entwickelt. Das ist halt bisher alles geskriptet, klar, man muss ja das irgendwie drehen vorher. Wenn natürlich ich jetzt zum Beispiel ein interessantes Projekt habe und sage, ich lasse den Film sich selber weiterentwickeln, vielleicht sogar noch personalisiert, dass er auf meine eigene Erfahrung eingeht, auf meine Wünsche eingeht, muss man trotzdem, und dazu braucht man dann AI-Experten auf jeden Fall an Bord, sicherstellen, dass diese Inhalte, die dann ausgespielt werden, auch rechtskonform sind. Ja, also natürlich ist es blöd, wenn ich vorher einen Kinderfilm habe, der dann relativ brutal wird gegen Ende hin. Das ist natürlich schwierig, ja, da habe ich vielleicht Jugendschutzthemen. Das heißt, hier darf man nicht den Kopf ausschalten, muss trotzdem da am Ball bleiben. Also das ist einerseits das. Und im IP oder im geistigen Eigentumsrecht gilt das, was ich vorher gesagt habe, nochmal potenzierter für Film und Spiele. Denn bei Musik kann man es relativ gut runterbrechen. Man hat seine Songs, dann hat man Teile aus den Songs, man hat vielleicht das Albumcover, man hat seine Lyrics. Es ist an sich ein überschaubarer Bereich an Werken, die ich habe, die potenziell urheberrechtlich geschützt sind. Wenn ich jetzt in ein Spiel gucke, explodiert das Ganze. Da sind so viele Teile drin, die potenziell geschützt sein können. Es kann das Spiel vielleicht selber insgesamt, ja, also das Gesamtwerk, es kann die Spielfigur, die Handlung, die Dialoge, die Grafiken, gerenderte Filmszenen, es kann potenziell so viele Teile davon geschützt sein, dass ich eine Strategie brauche. Also ich muss mir überlegen, wie setze ich AI
in solchen Multiwerken ein. Sei es Film, sei es Games. Das kann man im Grunde in beiden Filmen sehen. Das sieht ja auch beim Film. Man hat Dialoge, man hat Filmszenen, man hat einzelne Bilder. Ist dasselbe. Das heißt, hier muss man sich wirklich klar überlegen, wo setze ich AI ein. Beispiel, wenn ich meinen Hauptcharakter in einem Film oder in einem Game AI generieren lasse, komplett, dann kann auch ein anderer einfach meine Figur nehmen. Wenn man sich vorstellt, für Videospiele wie Super Mario, wäre das fatal, ja? Wenn einfach jeder andere meine Spielfigur benutzen kann. Oder mein Hauptdarsteller. Da muss man wirklich gucken, okay, ich nutze AI, dann mache ich vielleicht mit der AI nur die Büsche in meinem Spiel oder vielleicht einfach die Umgebung in meinem Film, wo ich mir überlege, wo ich nutze. Aber vielleicht sichere ich mir halt die Hauptassets, wie die Hauptfigur und die Story durch Urheberrechte, indem ich da wirklich das menschengemacht lasse. Weil sonst ist es wirklich eine Commodity, sonst kann das jeder benutzen. Also da muss man sich wirklich bewusst sein, nicht sagen, wow, cool, ich kann das jetzt benutzen, ist fein, kann ich nutzen, aber ich muss mir halt bewusst sein, was dann passiert. Das ist aus AI und in IP-Sicht. Und hier natürlich auch das ist dasselbe im Medienrecht. Wenn ich NPCs nutze, die auf einmal losplappern können und wilde Gespräche führen oder wenn ich Filme habe, die sich weiterentwickeln können, muss ich natürlich auch da gucken, dass ich keine fremden Rechte verletze. Ja? Wenn auf einmal dann aus meinem Mittelalterfilm, den ich geplant habe, durch die Eingaben auch, die auch die Zuschauer machen können, auf einmal Herr der Ringe wird, wird es natürlich schwierig. Ja? Das heißt, hier ist das Werk führt ein Eigenleben und ich als Schöpfer, der das in die Welt gesetzt hat, muss das weiter verfolgen. Das heißt, eure Pflichten als Creator sind nicht damit getan, ihr habt einen Film gedreht und tschüss, weg damit, ist erledigt, sondern wenn das ein Film oder ein Game mit, was sich fortentwickelt, muss ich am Ball bleiben, dann muss ich das im Blick behalten. Das wäre eine neue Entwicklung auch. Und vielleicht auch eine Perspektive, was auch viele Rechteinhaber an Sorgen haben, wenn wir ersetzt, was passiert, kann man sagen, das können vielleicht auch neue Perspektiven sein in der Zukunft, dass man da weiter guckt, wenn das nicht auch schon mit AI unterstützt weiter passiert. So, wir kommen zur dritten Branche, aber wie ich schon angekündigt habe, es wird immer kürzer. Ihr habt es bald geschafft. Wir haben jetzt noch zwei Slides, nämlich die eine Slide wieder für die Use Cases und dann auf der zweiten Slide sprechen wir ganz kurz nochmal ein paar rechtliche Aspekte an. Film. Kennt jemand von euch Wes Anderson Star Wars Trailer? Nick, du? Oder Harry Potter bei Balenciaga, auch ein paar gesehen. Oder, also Barbenheimer war ja dieses Phänomen, dieses Meme. Es gab tatsächlich auch einen Trailer dazu. Hat denn jemand von euch gesehen? Es war wirklich ein Trailer, der ein Mashup gemacht hat des Oppenheimer-Trailers und des Barbie-Trailers. Ist auch ganz lustig. Ihr kriegt ja die Präsentation danach. Bei Interesse könnt ihr mal draufklicken. Ist ganz, ganz gut gemacht. Also, man kann auch KI einsetzen, um ganze Videos zu erstellen. Teilweise in diesen Fällen werden Technologien verknüpft. Also da hat sich der Hersteller von diesen Trailern hat sich die Bilder erstellen lassen. In dem Fall, ich glaube, von Stable Diffusion hat er eine weitere KI benutzt, um die vom Bild in bewegte Bilder umzusetzen. Aber es gibt auch andere, ich glaube sogar beim Barbenheimer Trailer, was tatsächlich Text zu Video. Also ich gebe ein, was ich sehen möchte und die KI erstellt mir daraus ein Video. Ich habe euch nochmal zwei weitere Sachen mit reingepackt in die Präsentation, falls euch das interessiert. Derjenige, der diese zwei Trailer gemacht hat, das ist dieser Caleb Ward, der wird gerade gefeiert. Der ist eigentlich ein Typ, der hat ein kleines Startup gehabt und der ist ultra berühmt geworden, weil diese zwei Trailer abgehoben sind. Und das war eine relativ große Konferenz hier und da hält er so eine Keynote dazu, wie Generative AI die Filmindustrie verändern wird. Finde ich persönlich sehr spannend und der ist auch gleichzeitig Gründer und CEO von der Plattform Curious Refuge. Das ist eine Plattform für AI-generierte Filminhalte und dort hat er auch so eine AI-Video-Gallery, finde ich ganz spannend. Da sieht man immer aktuell, was ist gerade State of the Art, was erstellen denn eigentlich aktuell gerade Menschen auf der ganzen Welt mit AI für Videos. Das geht nämlich, da geht der Fortschritt auch relativ schnell voran. Als Bottom Line, wir sind da schon noch relativ weit hinter Musikgenerierung, Bildern oder auch Games. Text-to-Text zum Beispiel auch funktioniert ja genial. Also wir können alle ziemlich krasse Sachen mit ChatGPT machen. Diese Sachen, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Link geht, das sieht teilweise schon noch relativ strange aus. Also das morpht so ineinander und da sind auch dann noch viele Artefakte drin. Das ist weit davon entfernt, dass man es jetzt nicht unterscheiden könnte von einer
von einer guten Produktion, aber der Fortschritt ist immens. Also da kann man monatlich bei zuschauen, wie das Ganze besser wird. Das mal als kurzen Status quo, was kann man damit machen aktuell? Und jetzt ein paar rechtliche Aspekte, die wir uns noch rausgegriffen haben. Angefangen wieder mit geistigem Eigentum. Das kann man auch an der Stelle jetzt wieder ein bisschen kürzer halten. Also es ist im Endeffekt dieselben Probleme, wie auch schon angesprochen. Ich muss natürlich gucken, was ich generiert habe, dass da keine Plagiate drin sind. Also das heißt, die Inhaltskontrolle wichtig, nicht den Kopf ausmachen an der Stelle. Und dann eben, ja, das andererseits muss ich dann denken, wenn ich das mit der AI generiere, habe ich das Risiko, ja, ob ich keine menschliche Leistung mehr drin habe, dass es ein Dritter kopieren kann. Nächster Punkt, Persönlichkeitsrechte. Auch da wieder das Thema, dass ich hier natürlich, wenn ich reale Personen abbilde, die Zustimmung brauche. Das gilt für Stimme als auch für Bilder. Das wäre schon von meiner Seite. Ja. Und Regulierung, wieder genau das Gleiche. Ich habe eben immer AI gesprochen. Ich habe ihn beim Gaming angesprochen, aber gilt für jede Art von gewerblichem Einsatz von generativen AI-Tools. Und hier genau das Gleiche wieder, wenn ihr auch später mal irgendwo tätig seid im Unternehmen, in einem Startup, generiert Videos. Das wird in 1 bis 2 Jahren relativ easy möglich sein. Denkt dran, ihr könntet dieser Regulierung unterfallen, wenn sie scharf geht. Aber jetzt auch kein Schreckenszenario, das wird alles low risk sein, gibt es nur so ein paar Dinge, die ihr einhalten müsst, muss man sich halt einmal proben und beschäftigen. Letzter Punkt für heute, klar, auch in der Industrie, in der Filme generiert werden, gibt es verschiedene Vertragsbeziehungen, die man sich genau anschauen soll. Das eine ist zum Tool Provider, da kommen wieder all die Aspekte zum Tragen, die wir oben schon genannt haben bei der Musik, nämlich wem wird eigentlich zumindest vertraglich das Recht zugeordnet, was dürfen die mit meinem Input machen, also teilweise ist Text-to-Video, teilweise ist auch Picture-to-Video. Haben die dann Rechte an meinen Bildern, wenn ich da reinwerfe? Dürfen die die weiter benutzen? Vielleicht gebe ich auch einen gewissen Input von reellen Personen rein. Das wäre dann wie ein Model, was ich aktuell fotografiere, um es für eine Werbekampagne zu benutzen. So kann ich auch sozusagen bald Schauspieler scannen und kann sie in diesen AI-generierten Filmen nutzen. Wie sieht da die vertragliche Beziehung eigentlich aus? Gibt es ein paar Dinge zu beachten? Aber genauso gut, derjenige, der den Film erstellt, der gibt ihn in der Regel weiter, verkauft ihn oder lizenziert ihn, auch wieder ganz viele Dinge zu beachten. Zum Beispiel habe ich mich dazu verpflichtet, ein Urheberrecht kann man nicht übertragen, aber zumindest, dass ich das Urheberrecht habe und exklusives Recht daran übertrage. Wenn ein Urheberrecht gar nicht erst entstanden ist, kann ich es nicht für eine Vertragsverletzung. So, das als ganz kurzer Abriss, was da noch spannend sein könnte rechtlich. Und das war's, und das wäre jetzt Zeit für die Q&A-Session.